Alright, wir gehen live. Ja, willst du was sagen, einführend oder soll ich? Cool. So. So, wunderbar. Das klappt sehr gut. Okay. So, hallo zusammen. So, ich muss hier wieder mal was einstellen. Klar, im Moment, das ist immer der Haken bei Technik. Alright, gut. Hallo, guten Abend zusammen. Hier ist wieder mal Gründervirus Virtual Hangout. Wir sind eine Startup-Community von Foundern für Foundern. Und es geht um Ideenvielfalt und Wachstum. Ich bin Sergei, ich bin Co-Founder von Christus First, ein Biotech aus Marburg und bin ein Fan von Startup-Communities. Und unser Team macht vieles möglich. Also, wie gesagt, wir sind Founder und schaffen Content und verbinden Leute mit Ideen, die auch Founder werden wollen, die es sind. Motivieren, aktivieren, iterieren, das reimt sich so schön auf Deutsch. Also wir schaffen Raum für Austausch, so wie heute auch, wo es um Investorentipps geht. Aktivieren, relevantes Know-how, nichts bla, kein Blabla, keine Steuerberatung. Was ist relevant, um das Startup auf nächste Level zu bringen? Und da muss man fokussiert und die echten Skills lernen. Dafür sind wir da als Community. Und natürlich das Netzwerk. Ihr wollt Ideen pitchen, ihr wollt vorankommen. Wir geben euch Feedback und haben natürlich ein Netzwerk, damit ihr weiterkommt. Wir sind eine Community, wir sind ein verrücktes Team. Seid dabei, wenn ihr Bock habt, mitzugestalten. Also wir haben in Marburg angefangen, wir haben mittlerweile Anfragen aus anderen Städten und wir machen das alles nebenbei aus Passion. Also kommt dazu. Heute bin ich super froh, dass wir Marco Winzer haben vom Hightech Gründerfonds. Und mein Anliegen als Founder in Life Science auch über Life Science zu sprechen, über Startups aus dem Bereich. Und wir sprechen heute über Do's und Don'ts, wie man bei den Pitches. Hallo Marco, willkommen. Ja, servus, Sergei. Hallo. Hallo, schön, dass du dabei bist. Und ich habe gehört, dass du eine sehr enge Verbindung zu Marburg hast. Also in der Tat, ich habe in Marburg mein Abitur gemacht und komme auch aus einem kleinen Ort in der Nähe von Marburg. Also ich glaube, ich kenne die Marburger Szene ganz gut, kenne die Stadt sehr gut, vor allem auch die Kneipenszene. Und Natürlich. freue mich hier jetzt ein bisschen was erzählen zu dürfen, denn ich bin eigentlich auch selbst interessiert, die Start-up-Gründerszene, insbesondere im Life Science-Bereich in Marburg, weiter nach vorne zu bringen. Okay, cool. Also danke nochmal, dass du dabei bist. Was ist dein Background? Also wir sprechen erstmal, was hast du studiert? Wie bist du zum HTGF gekommen? Genau, ich arbeite beim Hightech Gründerfonds. Wir sitzen in Bonn und Berlin und haben eine Repräsentanz in München, vielleicht auch irgendwann mal in Marburg. Und ich bin im Endeffekt Mitfounder des Hightech Gründerfonds. Also ich bin von Anfang an dabei und habe damals in 2005 am Businessplan des Fonds auch mitgewirkt. Also den Businessplan für den Hightech Gründerfonds mitgeschrieben. In 2004, 2005. Inzwischen arbeite ich im Life Science Team des Hightech Gründerfonds. Wir haben drei Technologieteams und ich bin im Life Science Team. Wir sind eine Mannschaft von inzwischen 15 Kolleginnen und Kollegen. Und von meinem Background, ich habe ganz unorthodox Volkswirtschaftslehre studiert, bin Volkswirt, studiert in Lyon und in Trier und bin im Endeffekt über die Finanzierungsszene in diese Startup-Community reingerutscht. Mache im Endeffekt die Finanzierung mit Risikokapital von Startups seit inzwischen 20 Jahren. Okay, habe ich das richtig verstanden? Du hast den Businessplan für den Hightech Gründerfonds geschrieben? Mitgeschrieben, okay. Wir waren ein Team von vier Leuten, denn wir mussten ja auch
unseren Fondsinvestoren wiederum einen Plan vorlegen. Cool. Das ist ein anderes Thema, das ist cool. Denn das Modell vom Heitegründerfonds war ja eine Zeit lang in Kritik, aber mit den vielen Erfolgen, die in den letzten Jahren passiert sind, ihr habt 100 Exits und es gab ein Milliarden-Exit letztens, Mir Therapeutics, also die Kritik wird es vermutlich nicht mehr geben in der Form. Na, man kann immer kritisieren und auch der Heitegründerfonds muss sich ständig verbessern. Ja, er muss sich an die Marktparameter anpassen, an die Marktgegebenheiten anpassen. Wir lernen auch dazu und versuchen uns permanent zu verbessern. Absolut. Wir hatten tatsächlich den Unicorn-Exit, wie man so schön sagt. Unicorn sind Exits, die einen Unternehmenswert haben von über 1 Milliarde Euro. Und das war die Mir Therapeutics, die einen Wirkstoff im Bereich der Hepatitis Delta bis in die Marktzulassung gebracht haben. Und wir sind stolz, dass wir als Heitegründerfonds von Anfang an, nämlich 2010, dabei waren und haben die gesamte klinische Entwicklung mit begleiten dürfen, bis wir ein marktzugelassenes Produkt hatten, was dann letztes Jahr, und das ist public, das darf ich sagen, von Gilead gekauft wurde. 2010 seid ihr eingestiegen. Also zum Thema Life Science, um einfach mal den Frame zu setzen. Das klingt jetzt, also 2020 war ja der Exit. Das klingt ja schon sehr, sehr lang. Ne? Also und das ist, glaube ich, der Zeithorizont, der bei Life Science realistisch ist. Würdest du auch? Absolut. Also wir sind, wenn wir über Life Sciences reden, und lass mich das vielleicht ganz kurz sagen, was ich damit meine. Damit meine ich Unternehmensgründung im Bereich der Pharmazie, im Bereich der Biotechnologie, im Bereich der Medical Devices, Diagnostic, Tissue Engineering, Life Science Tool Provider. Und da haben wir ganz lange Anlagehorizonte. Ja. Das ist, und deswegen ist der Space an Investoren, die sich in dem Bereich tummeln, sehr speziell. Kann ich nachher noch ein paar Dinge zu sagen. Es sind ganz andere Investoren als die Investoren, die beispielsweise in Internet gehen oder in Industrial Tech. Uns Life Science Investoren ist bewusst, dass wir lange planen müssen und dass die Unternehmenswertentwicklung, ja, die Entwicklung des Unternehmenswertes treppenstufig verläuft, nämlich immer entlang der klinischen Entwicklung des Produktes. Ja, also das ist ein wichtiges Thema, das du ansprichst. Das liegt mir auch am Herzen. Es gibt sehr viel Content, Inhalte und Tipps und Stories, wie man Startups aufbaut und das ist eher so im Tech-Umfeld. Es gibt hier und da ein paar Tools, die für Life Science Startups anwendbar sind. Aber grundsätzlich ist der Unterschied so. Und ich würde es mal kurz formulieren und dann lass uns über die Unterschiede sprechen, damit man das, damit einfach die Awareness da ist, was für Unterschiede da sind. Also eben für ein Tech-Startup ist es so, also wenn man das in die Extreme zieht, dass man nicht weiß, wie das Produkt aussehen muss, aber man weiß, wie man da hinkommt. Es gibt etliche Tools, Software und so weiter. Bei Life Science ist es so, man kann das Produkt genau spezifizieren. Man kann genau sagen, welches Problem gelöst werden soll oder welche Eigenschaften ein Medikament haben soll. Aber wie man da hinkommt, das ist oft sehr vage und unscharf. Man muss immer es ist ein anderer Weg zum Produkt. Absolut, Sergej, da hast du recht. Es ist ein ganz anderer Weg und ich weiß schon oder ich muss, wenn ich starte, schon wissen, wie das Produkt aussieht. Und wir reden, und wenn ich dich da direkt auch korrigieren darf, wir reden nicht von Problemlösung, sondern wir reden von Medical Need. Das ist so ein klassischer Begriff, den ich, erster Tipp, wenn ihr vor Life Science Investoren pitcht, nicht von Marktproblemen oder Kundenproblemen reden, sondern von Medical Need. Was ist der Medical Need? Welche Indikationen können noch nicht mit Therapeutika adressiert werden? Wo will ich hin? Und dann muss ich genau wissen, ja, jetzt kommen wir tief in die Science,
was ist mein Target in dieser Indikation, wo muss ich ansetzen, wie muss das Small Molecule, der Antikörper gestaltet sein, damit er genau hier trifft. Ja. Es ist, allein in der Terminologie ist es ein anderer Space, als wenn du mit Kreuzberger, Hipster, Startups redest, die eine Dating-Plattform aufbauen wollen. Okay. Ganz andere Terminologie. Okay, das heißt, anstatt Problemlösung gibt es also wenn man ein Biotech-Umfeld ist, ein Medical Need, ein Need vom Markt aus, wo es keine Lösung und ich kann das genau spezifizieren, also beschreiben. Und wie pitche ich den Weg? Weil wenn man sagt, okay, der Weg ist oft teuer, ja, und riskant, weil ich nicht genau weiß, ob man da hinkommt, wie beschreibe ich diese Vision? Genau. Also um den Weg zu beschreiben, gibt es in den Life Sciences ganz klare Guidelines. Du musst immer bedenken, Sergei, wir sind in regulierten Märkten. Keiner darf irgendein Medikament oder einen beschichteten Katheter oder einen Knochendübel oder ein Diagnostikum mal einfach so auf den Markt werfen. Sondern wir sind in regulierten Märkten, wo der Gesetzgeber genau vorgibt, was du machen musst. Und wenn du das dann erfüllt hast, also wir reden hier über Regulatory Affairs, wir reden über Zulassung, und selbst wenn du das erfüllt hast, du hast die Marktzulassung bekommen von der FDA, von der EMA, dann heißt das noch lange nicht, dass du es auch verkaufen kannst. Weil wir haben ja den zweiten Teil des regulierten Marktes. Bezahlen tut nicht der Patient, also der Konsument, sondern bezahlen tun es die Krankenkassen. Also musst du eine Zulassung, nach der Zulassung ein Reimbursement, eine Erstattung bei den Krankenkassen erwirken. Und auch dieser Weg in die Erstattungsfähigkeit, Reimbursement, ist genau vorgegeben. Und da gibt es nicht links und rechts und ich überlege mir was, sondern als Life Science Gründer und Gründerin muss ich wissen, wie ich von meinem Proof of Concept, dem ja, Proof of Principle, Proof of Concept, über gegebenenfalls Tierstudien in First in Human komme, ja, in die ersten menschlichen Studien. Wer lässt das zu? Wer ist hier der Notified Body? Ja, und wer ist die Behörde, die mich zulässt? Muss ich zum PAI, zum Paul-Ehrlich-Institut? Muss ich zur EMA gehen? Und dann gibt es das ein ganz klarer Weg, was ich erfüllen muss in der klinischen Phase 1, in der klinischen Phase 2a, 2b, klinische Phase 3. Und daran orientieren sich auch die Kapitalbedarfe, die ich habe. Das heißt, als Gründerin und Gründer in den Life Sciences, und das ist auch in einem Investoren-Pitch unbedingt zu empfehlen, dass ich eine Art Projektplan aufzeige, der die Zeitschiene wiedergibt und was ich entlang dieser Zeitschiene für regulatorische Punkte erreichen will und was das kostet. Gut, also der Kapitalbedarf also errichtet sich natürlich nach dem Meilenstein. Und das ist manchmal challenging aufzuzeigen, aber es ist wichtig, um über diese Hürden zu kommen. Da ist halt die Frage, nochmal, diese Differenzierung zwischen Tech und Life Science ist enorm wichtig. Welche Rolle spielt eigentlich Speed, Geschwindigkeit? Weil auch wir waren das Opfer von, ich sage es mal ganz offen auch, von Coachings, zu sagen, ja, wie schnell seid ihr anders? Was ist die Differenzierung? Bis wir irgendwann gemerkt haben, schau mal, das ist gar nicht der Wert, viel schneller zu sein, ob ich jetzt fünfmal schneller bin oder nicht. Kann ich etwas anders machen? Das war zumindest für uns viel signifikanter, als zu sagen, wir sind schneller. Also wenn ich ein Projekt verkaufe, Geschwindigkeit spielt eine Rolle, klar. Aber in Life Science kann ich etwas ganz anderes machen, was andere Technologien nicht können. Also die Frage nach der Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ist immer wichtig im Business, ja, man darf nicht verschlafen, aber dieser iterative Zyklus, wie ordnest du das
Wie differenzierst du zwischen Tech und Life Science den Aspekt der Geschwindigkeit? Ja, also in den Life Sciences ist der Speed die Geschwindigkeit sekundär. Das ist nicht wichtig. Im Vordergrund stehen Daten. Daten, Daten, Daten und die Qualität dieser Daten. Und die Qualität dieser Daten, wir reden über Sensitivitätsanalysen, weiß das, diese Daten müssen sitzen. Und wenn ich dafür 12 Monate länger brauche, dafür aber eine sehr hohe Sensitivität habe, ist das immens viel wichtiger, als wenn ich schlechte Daten generiere und dafür ein Jahr früher bin. Und das wissen die Investoren. Das ist ganz wichtig. Bei den Investoren im Life Science-Bereich kommt es nicht auf Speed an. Ja. Okay. Natürlich darf ich nicht bummeln, nichts verschlafen. Aber entlang dieses Projektplanes, den ich Ihnen jetzt aufzeige, wo sind meine Meilensteine? Auf Neudeutsch kann man auch sagen Value Inflection Points, ja, weil jedes Erreichen dieser Meilensteine auch einen Wertsprung rechtfertigt in der Unternehmensbewertung. Ja, wenn ich von den Toxizitätsstudien im Tiermodell hin zum IND-Feeling für die First in Human Studies komme, dann generiert das und rechtfertigt das einen immensen Wertsprung des Projektes und des Unternehmens. Und da kommt es nicht auf Geschwindigkeit an. Da kommt es an, dass die Daten, die ich generiert habe, beim Notified Body, also bei der Behörde, die den nächsten klinischen Step genehmigt, anerkannt werden, dass diese Daten von der Qualität her gut und aussagekräftig sind. Ja. Und dann empfehlen selbst wir als Hightech-Gründerfonds manchmal, dass man vielleicht den einen oder anderen Versuch besser nochmal wiederholt. Ja, als dass man nur mit Speed und Geschwindigkeit als Ziel irgendwelche schlechten Datenmaterialien abgibt. Dann lieber null und nochmal zurück auf los. Ja. Ja. Das erhöht das Risiko natürlich. Also Life Science, wenn man schlechte Daten hat und die dann einen Test nicht bestehen, war das dann uns was? Also ganz spannend für mich jetzt die Einsicht. Du hast am Anfang gesagt, es sind Treppenstufen in der Wertsteigerung, Value Inflection Point. Es ist nicht der Hockeystick, den man Tech-Startups gerne sehen möchte, wo die Traction wichtig ist. Das war jetzt enorm. Also aus den Erfahrungen, die wir machen, macht das absolut Sinn, jetzt retrospektiv die Diskussion nachzuvollziehen. Okay. Ja. Und das nutzt auch bitte, wenn ihr mit Investoren diskutiert und euren Unternehmenswert diskutiert, nutzt, habt immer im Hinterkopf dieses Treppenstufenmodell, weil der Wertsprung ist dann enorm. Ja, ja, klar. Reden wir nicht über 10% mehr Wert, da reden wir über 100% mehr Wert, wenn ich von Klinik 1 auf Klinik 2a, 2b gehe. Ja. Ja. Das haben wir auch in all unseren, wenn ich das kurz einfügen darf, haben wir auch in all unseren Exits im Bereich Pharmazie, Biotechnologie gesehen, dass die Unternehmensbewertung hinten beim Verkauf, bei unserem letzten Exit ist die Unternehmensbewertung beim Verkauf um das 11-fache gestiegen. Ja. Und macht dann alle glücklich, auch die Gründerinnen und Gründer, denn wenn ich hier von Exit rede, dann verdienen alle mit. Auch die Gründerinnen und Gründer, das ist mir ganz wichtig. Und idealerweise, auch als Tipp für euch, ich würde immer ein ESOP-Pool, also ein Phantom-Stock-Plan oder wie man, ja, Executive Stock Option Plan, wie immer man sagt, nennen, also Shares, Anteile reservieren für Key Persons, für verdiente Mitarbeiter. Und als Hightech-Gründerfonds wollen wir und empfehlen es auch immer, dass alle die Mitarbeitenden im Team beim Exit auch etwas davon sehen und nicht nur der CEO oder der CMO oder whatever. Ja, also lass uns gleich in die Do's und Don'ts vielleicht übergehen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, es ist unheimlich wichtig, es ist nicht in der Kultur noch nicht verankert, in der Startup-Szene, aber die Leute, die zum Beispiel mit uns arbeiten wollen, die wollen kein Gehalt. Die wollen am Erfolg partizipieren.
Und die Leute, die wirklich gut sind, die wollen eigentlich am Erfolg des Unternehmens partizipieren oder beitragen. Deswegen ist so ein Pool unheimlich, unheimlich wichtig. Also siehst du da, also es gab ja in der Diskussion, der Bundesverband der deutschen Startups hat da auch stark mitgewirkt, dass das neue Regelung, dass der Gesetzgeber da also es ist ein Pain, also für ein Startup ist es ein Pain, so ein ESOP-Pool aufzusetzen. Um einfach das Thema nochmal abzuschließen, siehst du da eine positive Entwicklung mit dieser Initiative vom Gesetzgeber? Wird das attraktiver? Also ich bin, to be very honest, ich bin nicht tief in diesem Thema drin, weder um steuerliche Aspekte. Es geht darum, um die Besteuerung am Ende, ja, bei der Einzelperson, ja, bei der Mitarbeiterin, die von dem Share Option Pool dann profitiert im Exit, sind nach bisheriger Regelung immense Steuern angefallen, weil plötzlich da viel Geld im Spiel war. Also das Einkommen bei dieser Person steht plötzlich so. Und da wollte man Änderungen herbeiführen. Das ist zum Teil gelungen. Ich habe Stimmen gehört, die sagen, ja, ist noch nicht genug, da muss noch mehr passieren. Ja, deutsche Startups. Aber ich bin der Meinung, naja, man ist schon mal einen kleinen Schritt gegangen, um das für die Gründerinnen und Gründer und für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach besser zu gestalten. Aber ich würde es immer empfehlen, und du hast eben gesagt, ja, die Wissenschaftler, die sind gar nicht so daran interessiert, am Gehalt, die sind am Erfolg und an der Markteinführung des Produktes interessiert. Aber ich will mal mitgeben, ihr seid alles junge Leute. Ja, ihr kommt aus dem Postdoc raus, aus dem Institut, ihr seid Wissenschaftler. Und ihr wollt euch alle auch nochmal eine wirtschaftliche und familiäre Existenz aufbauen. Und irgendwann wird es eben doch wichtig. Und deswegen. Nein, also ich sage das nicht, dass es unwichtig ist. Es reicht als Incentive nicht aus, einfach nee, Gehalt. Das meine ich. Die sagen, okay, wie kann ich partizipieren? Ja. Was ist der Unterschied, ob ich jetzt zu Novartis gehe oder also sonst ein Pharmaunternehmen und ein schönes Gehalt beziehe? Oder ich gehe das Risiko mit euch ein. Da möchte man natürlich, es ist ein anderes Alignment, also der Interessen. Ja, da bin ich bei dir. Ja, das ist ein anderes Alignment. Aber auch ich sage, nee, das ist auch okay. Auch in dem Bereich darf man ein gutes Gehalt verdienen. Ja, nee, das okay, ja. Ja. Die Instrumente, dem VSOP, das ist stark. Das ist stark, das ist noch nicht, also ich habe in US-Biotechs, die machen das ja so, die haben das, diese Stufen auch schon Jahre voraus geplant, wo der Pool schon klar ist, was mit dem Pool passiert, mit den Stock Options. Ja. Und wenn ich die Modelle in Deutschland sehe, dann sehe ich, das ist ziemlich kurzfristig gedacht, dass man diese Incentivierung der Wertsteigerung nicht immer drin hat. Das gut, aber. Also wir achten darauf, wenn ich das einfügen darf, also wenn jetzt so ein Gründerteam zu uns kommt, wir sprechen das an und wir äußern das auch als Wunsch, dass so ein Stock Option Pool eingerichtet wird. Und zwar, und wenn ich das kurz ausführen darf, um die bestehende Mannschaft zu incentivieren, aber du wirst irgendwann mal zum Punkt kommen, wo du dir vielleicht Experten reinholen musst. Experten im Bereich der Regulatory Affairs zum Beispiel. Oder eben Experten, wo ich eben sagte, wie komme ich ins Reimbursement, in die Erstattung. Oder Experten, die mit mir oder für mich den Pharma-Deal verhandeln. Ja? Sprich du mal mit Johnson & Johnson, Pfizer, Bayer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, wie sie alle heißen, ohne Industrieerfahrung. Das wird verdammt schwer. Und da kannst du auch schnell über den Tisch gezogen werden. Deshalb empfehlen wir, und das wird von Anfang an mit den Gründern und Gründerinnen auch besprochen, ab einem bestimmten Moment brauchst du eine Ergänzung in dem Bereich. Und weil du diese Menschen nicht bezahlen kannst, ja, Senioren, Leute, die lange in der Pharmaindustrie tätig waren zum Beispiel, richte diesen Stock-Option-Pool ein. Die beteiligst du dann an deinem Erfolg. Und wenn es nicht erfolgreich wird, dann sind es auch nicht wert, dass sie beteiligt sind. Ja.
Gut. Lass uns zu Do's und Don'ts übergehen. Also ich habe hier ein paar Notizen schon gemacht. Ein Do ist im Life Science Pitch, dass man von Medical Need spricht, wenn es ein Therapeutikum oder also ein medizinisches Produkt sein soll. Dann habe ich natürlich, dass die Wertsteigerung über Stufenmodell geht und nicht einfach einen Hockeystick, dass Value Inflection Points kommuniziert werden sollen und der Bedarf sich nach Meilenstein richtet und empfehlenswert auch unbedingt ein Stock Option Pool. Ja. Vielleicht hast du ein paar Don'ts. Ich würde vielleicht, ja, vielleicht mal so arbeiten. Ich hätte gern Ja. fünf Kernbotschaften, Okay. die ich mitgeben möchte, euren Gründerinnen und Gründern von Gründervirus, und die jetzt nicht irgendwo in so einem Lehrbuch stehen oder die ich nicht, indem ich mal googeln, was muss im Pitch kommt, sondern es sind fünf Dinge. So als Tipp, so ein bisschen. Ob du das jetzt als Do's oder Don'ts auslegst, ist deine Sache. Und Okay. fünf Stück. Ich sage gerne mal, erstens, Okay. im Life Science Bereich bedenkt, auf der anderen Seite, auf der Investorenseite, sitzen Wissenschaftler. Da sitzen die gleichen Leute wie ihr, promovierte Wissenschaftler. Und die denken wie ihr. Ja? Ja. Und die lassen sich nicht mit Allgemeinplätzen abspeisen. Ja, wenn ich einen Pitch mache und habe erstmal fünf Slides mit zweithäufigste Todesursache ist Stroke, ja, und erkläre dann, was Stroke ist und warum es die zweithäufigste Todesursache der Welt ist, Billion Market, Annual Revenue, dann schlafen die ein. Das sind Allgemeinplätze, das weiß jeder. Das muss nicht noch erklärt werden, ja, sondern geht spitz zu. Ja, Stroke, very important, zweithäufigste Todesursache. Und dann kommt auf dem nächsten Slide aber bitte schon rausfiletiert, was genau ihr in der Indikation Stroke machen wollt, wie groß diese Patientenpopulation ist, warum sich große Pharma-Player da noch nicht tummeln und was euer technologischer Ansatz besonders ist gegenüber anderen technologischen Ansätzen. Also nicht ewig lang aufhalten, wie wichtig Stroke ist, weil zum Beispiel geht schnell in eure Nische, in den adressierbaren Markt. Also die Wissenschaftler auf der Gegenseite denken wie ihr, lassen sich nicht mit Allgemeinplätzen abspeisen. Ja, dann schlafen die ein, das ist langweilig. Das Pitch ist in Englisch, also die Slides. Bitte in Englisch. Ich würde mir gar nicht Mühe machen, deutsche Slides in Englisch. Wenn ihr merkt, nein, auf der Gegenseite sitzen Deutsche, dann sprecht ihr Deutsch. Aber selbst bei deutschen Life Science VCs ist das Team gemischt. Ja, ihr fahrt nach München zu LSP, Wellington, TVM, who knows? Und dann sitzt ein Analyst bei, der spricht halt nur Englisch. Also bereitet euch auf englische Pitches vor. Zweiter Tipp. Und ihr wisst das, die Life Sciences sind in den letzten 100, 150 Jahren von einer eminenzbasierten Wissenschaft zu einer evidenzbasierten Wissenschaft gerutscht. Ja? Also nicht mehr das, was Robert Koch sagt, ist die Wahrheit, sondern das, was die Daten, die Robert Koch generiert hat, sagen, ist die Wahrheit. Und da komme ich ein bisschen zurück auf das, was wir eingangs besprochen haben. Achtet drauf, sehr präzise, sehr genau eure Daten darzulegen. Immer im Hinterkopf, auf der Gegenseite sitzen Wissenschaftler. Daten, eure Publikationen, ja, idealerweise in irgendwie High-Ranked Journal, New England Journal of Medicine, whatever. Das ist total wichtig. Stellt diese Publikationen zusammen, entweder im Appendix, im Annex oder in Fußnoten und präsentiert, legt auf diese Daten und die Genauigkeit der Daten großen Wert. Und jetzt kommt die Eminenz, so ganz verschwunden ist die nicht. Und dennoch stellt da, welche Experten, welche Koryphäen ihr entweder im Team dabei habt, als Gründungsprofessorin zum Beispiel. Oder mit welchen Experten und Koryphäen auf dem Gebiet ihr zusammenarbeitet. Denn ihr werdet irgendwann ein
ja, am besten von Beginn an, ein Scientific Advisory Board einrichten. Und da ist wichtig, wer da drin sitzt. Und da sitzt nicht der Best Buddy drin oder irgendein Freund vom Freund oder was, sondern da sitzen die Koryphäen drin. Und dieses Scientific Advisory Board ist ebenfalls international besetzt. Nicht nur die Marburger Professorenschaft. Darf ich da kurz was einhaken? Ja, weil, also ich wünschte, wir hätten die Diskussion 3 Jahre vorher, weil die Erfahrung, die wir jetzt schmerzhaft sammeln mussten, die hast du in diesen Minuten einfach komprimiert. Also es ist absolut relevant. Beim Scientific Advisory Board, was ich oft beobachte, vor allem in europäischen Startups, dass man dazu neigt, rein akademisch das SAB zu besetzen. Wie siehst du das? Also ich kann aus Erfahrung sprechen, dass das im SAB gemischt, also Industrie und Akademie zu haben, ist enorm hilfreich, weil es auf der einen Seite diese Offenheit hat, der akademischen, aber gleichzeitig Fokus, was ist relevant. Denn oft, also ich sage die Meinung einer Person, dass die Akademie in der Pharmazie in Deutschland sich überschätzt, denn die Industrie ist schon sehr gut. Ja, und das hat uns geframed, okay, wir müssen enorm aufpassen, was in der Industrie passiert und viel, viel besser sein und gezielter vorgehen. Und diese Balance war sehr hilfreich. Also wie siehst du das? Wäre das ein Pitfall, dass man rein akademisch das SAB besetzt? Ja, also unbedingt Industrie mit reinholen. Ich will überhaupt nicht sagen, wer besser ist oder es besser weiß oder wer sich überschätzt oder nicht überschätzt, sondern es geht darum, was will ich denn? Ich will, wir haben es eben gesagt, ein Produkt irgendwann mal an den Markt bringen. Und idealerweise weiß ich schon, wie das Produkt auszusehen hat. Aber ich weiß nicht, wer mir das Produkt abnimmt. Ja, wir haben ja eben gesagt, der Patient ist es nicht, weil der zahlt es nicht. Ja. Also entweder mache ich vorher einen Pharma-Deal nach Klinik 2a, 2b oder ich bringe es nachher selbst zu und dann muss ich die Krankenkasse überzeugen. Also ich brauche Experten, die aus dem Markt kommen. Ob die nun jetzt in der Pharmaindustrie sitzen, ob die im Bereich der CEO-Regulatorik sitzen, ja, Herr Kranzer in München zum Beispiel, oder ob ich sogar jemanden schon aus dem Gesundheitswesen dazu nehme. Das ist im Endeffekt egal. Ich brauche nur jemanden, der auch den Markt kennt. Und zwar schon von Beginn an. Ja. Ja. Total wichtig. Ja. Ich kann es nur betonen, also wir gehen gerne zu Punkt 3. Ich würde es einfach nochmal betonen, dass viele Life Science Startups kaum aus technologischem Umfeld, dass man die Technologie kennt und da darauf etwas aufbaut. Aber Experten aus dem Markt, die helfen wirklich, die Technologie im Markt zu positionieren und so zu kommunizieren, nochmal, um so zu kommunizieren, dass die Industrie es versteht, wo der Wert ist. Also sehr, 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 sehr wichtig, der zweite Punkt. Okay, super. Ja, nee, bin ich bei dir. Also sollte, empfehlen wir, holt sie rein. Wenn nicht, ich meine, wenn die Gründerinnen und Gründer zu uns kommen, sieht, wir sind very, very early stage, da gibt es vielleicht noch kein zusammengesetztes Advisory Board, aber da helfen wir auch über unsere Netzwerke, über unsere Kontakte, gell? Auch Leute aus der Industrie dann da reinzuholen. Und dann, jetzt habe ich 3 Punkte noch, die ich euch gerne mitgeben möchte, die sich daraus ergeben, wie entscheidet eigentlich ein Investor? Ja, also versetzt euch in den Investor auf der anderen Seite. Und alle Investoren sind auch nur Menschen. Ja, und die entscheiden im Endeffekt in 3 Dimensionen. Und die erste Dimension ist die Vernunft, die Ratio. Ja, das haben wir eben abgedeckt über Daten zeigen, Evidenz zeigen, über diese, ich schaffe einen Stock-Option-Pool, ja, ich verstehe das. Also das ist die Vernunft, die ihr da beim Investor ansprecht, die Ratio. Dann sind diese Menschen aber auch nur Menschen, also diese Investoren sind nur Menschen und die entscheiden irgendwie auch nach Bauchgefühl, nach Intuition. Darf man natürlich nicht sagen, man darf nach außen immer nur sagen, nein, ist die reine Ratio. Aber wir sind nicht davor gefeit, auch nach Intuition zu entscheiden und vor allem nach Herz, nach Sympathie. Ja,
kann ich, mag ich, will ich. Also da sind Investoren auch nur Menschen. Und deswegen habe ich jetzt noch drei Tipps, die ich euch gerne mitgeben würde, wo ihr drauf achten sollt. Und zwar das erste ist Vertrauen schaffen und aber auch Vertrauen einfordern. Ich bringe gleich ein paar Beispiele. Transparenz schaffen, geben und einfordern vom Investor. Und das dritte ist, ein gutes Erwartungsmanagement betreiben, von Anfang an. Fangen wir mal mit dem ersten an. Vertrauen heißt, ich gebe Vertrauen. Ich rede nicht um heißen Brei rum, wenn ich was nicht sagen will. Ja, wenn ich nicht sagen darf, was meine Patente sind, weil ich noch nicht angemeldet bin, weil ich noch im Anmeldeverfahren bin, weil ich die Daten noch nicht publiziert habe, darf ich nicht drüber reden. Und dann sage ich das, lieber Wester, es tut mir leid, aus dem Grund will ich darüber nicht reden. Schafft Vertrauen und ich rede nicht um heißen Brei drum. Oder ich habe schon vielleicht eine Pharma-Kooperation abgeschlossen aus meinem Forschungsprojekt heraus und unterliege einem NDA. Ja, darf gar nicht über alles reden. Dann sage ich das auch. Lieber Investor, es tut mir leid, das unterliegt jetzt einem NDA. Und ich rede nicht um heiße Treibung. Das ist total wichtig. Vertrauen schaffen. Und erzählt dem Investor das, was ihr nicht könnt. Ja, wenn Gründerteams zu uns nach Bonn kommen und da sitzen dann drei Wissenschaftler, drei, ja, von der Uni und erzählen mir, boah, wir können alles, wir können Controlling, wir wissen, wie man hier Regulatory Affairs aufsetzt, wir wissen auch, wie man im Vertrieb Klinken putzt, ich weiß, wie ich Leute einstelle, also ich kann alles, dann sage ich, okay, dann macht es ohne uns. Ja, also dann sind wir nicht der geeignete Investor, denn erzählt uns einfach, wo liegen auch eure Schwächen, was könnt ihr nicht. Und das schafft Vertrauen und das ist nicht schlimm, das ist so. Und dann finden wir da Lösungen. Ja, dass wir sagen, okay, ab dem Jahr 5 brauchst du jemanden für Vertrieb. Ja, der Bereich Finanzierung, Controlling, Finanzen, Controlling, das lagern wir in den ersten 2 Jahren an den Steuerberater aus. Aber dann brauchen wir auch jemanden in-house. Ja, das ist fair enough. Also Vertrauen schaffen, indem ich die Wahrheit sage und indem ich auch sage, was ich nicht weiß und kann. Und Vertrauen einfordern beim Investor, fordert die Investoren auf oder fragt sie, genau, wie lange ist deren Fondslaufzeit? Ja, können sie überhaupt investieren? Ja, die Investoren verfügen über Fonds mit endlichen Laufzeiten. Fragt ruhig, in welchem Jahr der Fonds ist. Und informiert euch vorher über den Investor. Ihr müsst wissen, zu Beginn mein Tipp, da sitzen auch Wissenschaftler auf der anderen Seite. Und Wissenschaftler sind immer interessiert, genau wie ihr. Ja, die wollen alles wissen, die wollen alles sehen. Ist ja logisch, man ist neugierig, sonst wäre man nicht Wissenschaftler. Also lade ich erstmal jedem Pitch ein, der sich bei mir vorstellt, weil könnte ja mal nice to hear sein. Guckt bitte vorher, in welche Firmen, Startups der Investor noch investiert ist. Ja, wie setzt sich dessen Portfolio zusammen? Und wenn ihr da ein Unternehmen entdeckt, das steht immer auf der Homepage, ja, vom Investor, wenn ihr da ein Unternehmen entdeckt, was in eurem Bereich ist, sprecht das beim Investor an. Ich habe gesehen, sie haben in dem Bereich, können wir hier überhaupt reden mit dem Ziel, dass sie bei uns investieren? Oder investieren sie aus Portfoliogründen sowieso nicht, weil sie sich eine Konkurrenz im eigenen Portfolio nicht aufbauen wollen. Ja, und dann muss der, jetzt, da merkt ihr, hat der Investor auch Vertrauen zu euch, da muss er dann ehrlich sagen, ach nö, ich war mal interessiert und wollte aushorchen, was ihr macht. Mal sehen, ob ich das den anderen sagen kann. Oder nein, ich sehe da keinen Portfoliokonflikt. Oder vielleicht sogar prima, das sind doch tolle Synergien. Ja, ich habe euch bewusst eingeladen, weil ich glaube, das passt gut zusammen. Also so tastet euch voran und guckt, ob auch der Investor euch Vertrauen schenkt, ob er ehrlich und offen mit euch redet. Ja, Transparenz,
Ein ganz, 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 ganz großes Don't ist, also ich nenne das immer Ehepaargründung. Ja? Also wenn ich mit meiner Gründerin, meinem Gründer, verpartner, verheiratet oder sonst was bin, dann sage ich das und verheimliche. Ja, uns ist das über den Weg gelaufen, auch mir einmal. Gründerinnen und Gründer, unterschiedliche Nachnamen, haben sich im Pitch sogar gesiezt. Und Jahre später kam raus, dass sie verheiratet waren. Also das ist doof, das ist komisch. Ja, das ist ein Vertrauensbruch, ja, das ist nicht transparent. Ja. Und ob man jetzt mit seinem Lebenspartner, seiner Lebenspartnerin gründen will, das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Auf dem Weg mitgegeben, Investoren sehen das immer so ein bisschen skeptisch, weil Konflikte, die in der Partnerschaft entstehen, automatisch mit ins Unternehmen getragen werden. Automatisch. Ist keiner vorgefeit. Und bedenkt auch bitte, ihr seid alle jung, ihr wollt euch eine wirtschaftliche Existenz aufbauen, Familie gründen, überlegt euch, ob ihr beide, also Partner und Partnerin oder Partner und Partner, was weiß ich, ob ihr beide eure wirtschaftliche Existenz, das Einkommen auf ein sehr risikobehaftetes Start-up einsetzt, was immer fehlen kann. Ja, im Bereich Pharma-Biotech, die Maus stirbt, ja, im Tierversuch, und alles, ja, zurück auf los. Also die Entscheidung müsst ihr treffen. Und wenn ihr die für euch getroffen habt, das zum Stichwort Transparenz, sagt es dem Investor ehrlich und offen. Okay. Der letzte Punkt, dann höre ich auch auf, dann komme ich vielleicht nochmal auf deine Fragen zu. Erwartungsmanagement, seid zuverlässig. Ja. Wenn ihr versprecht, ihr füllt den Data Room, dann macht es auch in dieser Frist. Seid erwartbar und verlangt es auch vom Investor. Es ist total okay zu fragen, bis wann kann ich mit einer Entscheidung rechnen? Wie sind Ihre Entscheidungswege? Wer bei Ihnen entscheidet final über das Investment? Ja? Welche Erwartungen kann ich an dich als Investor haben? Ich kann auch fragen, wie viel kannst du überhaupt noch in meine Firma investieren? Ja? Wir fangen jetzt mit 500.000 an, aber du Investor weißt, ich brauche insgesamt 20 Millionen bis zur Klinik 2. Wie viel kannst du überhaupt noch mitgehen? Ja? Was ist meine Erwartung an dich als Investor? Jo, und sprech den Exit an. Das ist auch ein Erwartungsmanagement irgendwie. Wie stellt ihr euch mal vor zu exiten? Ja, und dann ist es auch gerechtfertigt, wenn ich beispielsweise im Bereich der Medizintechnik irgendeinen Knochendübel herstelle oder irgendein Coating für irgendwelche Implantate und sage, nö, ich will gar nicht exiten. Ich will hier ein Unternehmen aufbauen mit 20 Leuten im Gewerbegebiet in Marburg, wo ich meine Beschichtungen mache. Und dich als Investor kaufe ich mal wieder raus. Ja? Ich gehe früh break even, ja, und versuche dich dann rauszukaufen. Also mit dem HTGF geht das, mit dem Hightech-Gründerfonds. Da müssen wir mal gucken, welches Finanzierungsinstrument wir wählen und wie wir dann wieder rauskommen. Aber seid ehrlich. Ja, also denkt, Erwartungsmanagement ist wie bei einer Hochzeit. Ja, wenn du dich verheiratest, willst du ja auch wissen, wie trenne ich mich wieder? Ja, dann machst du einen Ehevertrag, da steht das dann alles drin, wie ihr euch trennt, wer kriegt was und so. Und genauso ist es im Shareholder Agreement, also im Beteiligungsvertrag zwischen Investor und Gründerteam, da steht auch drin, wie man sich wieder trennt. Ja, wie sieht ein Exit aus? Ja, das wäre so der letzte Tipp, so dieses Erwartungsmanagement zu betreiben. Ja, ganz wichtig. Perfekt. Ich bin fasziniert, wie du viele wirklich essentielle Dinge auf die 5 Punkte runterdestilliert hast. Hat vieles getriggert, vieles erklärt. Aber du hast vollkommen recht, wenn man da zusammenspricht und sagt und über Erwartung spricht. Das fühlt sich am Anfang in dem ersten Gespräch komisch an, aber man möchte ja zusammenarbeiten. Das ist vollkommen okay. Und das wird gar nicht als aufdringlich oder frech empfunden, wenn man über Erwartungen spricht. Ja, also challenged auch den Investor. Also challenged in Form von Frage, welchen Mehrwert bietest du mir?
Ja, also die Situation aktueller Markt ist, dass sehr viel Liquidität da ist. Also sehr viel Liquidität heißt jetzt übersetzt, es ist viel Geld da, was gerade in die Life Sciences will. Ja, also vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie haben auch Privatinvestoren entdeckt, dass Gesundheit ein wertvolles Gut für die Volkswirtschaft ist, für die Gesellschaft und dass da viele Gelder ausgegeben werden. Also viel Geld am Markt, neue Asset-Klasse, Life Sciences. So. Und dann fragt auch Investoren, sag mal, was für einen Mehrwert bietest du mir eigentlich? Ihr könnt euch im Moment die Investoren aussuchen, es ist viel Geld da. Ja, challenge die. Was, wenn ich mit dir jetzt die Finanzierung eingehe, mit was kann ich rechnen? Welchen Value Add? So schön Deutsch. Bietest du, kennst du meine Branche? Kannst du Kontakte herstellen? Kannst du mit mir das Scientific Advisory Board aus der Industrie besetzen? Was sind deine Schwerpunkte? Kannst du mir auch ein Mentoring bieten, wenn es darum geht, das Clinical Study Design aufzusetzen? Whatever. Challenge die. Ja, also wer jetzt gründet, kann ich nur sagen, ist eigentlich in einer guten Position. Das war, als der HTGF an den Markt ging. Also einige Gäste hier sehe ich nicken mir zustimmend. Ein Gast vor allem. So. Und als wir 2005 an den Markt gegangen sind, war das noch nicht so. Deshalb gab es ja den HTGF ja, als Seed-Investor, um das Startup-Ökosystem anzukurbeln. Und so sehe ich unsere Aufgabe heute noch. Ja, der HTGF so ein bisschen als Korrektiv am Markt, als verlässlichen Partner, der einen guten Überblick hat und der auch darauf achtet, dass in Finanzierungsrunden keine unfairen Dinge passieren. Ja, also wie wir sagen, im Life Science-Bereich, die meisten Early-Stage-Erstrundenfinanzierungen sind Syndikate. Da kommen mehrere Investoren zusammen, das rate ich auch jedem. Ja, weil der Kapitalbedarf ist hoch. Also brauche ich mehrere Schultern, auf die ich das Risiko und den Kapitalbedarf verteilen kann. Und wenn man dann den HTGF dazu nimmt, hat man so jemanden, der einschätzen kann, ob ein Faktor 3 in der Liquidation Preference beim Exit fair ist oder nicht. Ja, und so sehe ich unsere Aufgabe, dass wir da ein bisschen korrektiv sind und gucken auch, dass es zwischen Investor und Gründerinnen und Gründern fair zugeht. Jetzt im Gespräch ist, du hast über Do's und Don'ts, also ein paar Tipps, über verschiedene Dinge gesprochen. Was würdest du, also ich spreche von Foundern, meiner Gründer, Gründerin, als Neutrales, also was würdest du Foundern aus Life Science empfehlen, weil für mich ist das ein Rätsel, denn Wissenschaft ist eigentlich eine iterative Disziplin. Man hat eine Hypothese, man macht ein Experiment und man hat die Daten und so weiter. Das ist ja nichts anderes als Lean Startup Methodology. Was ich aber beobachte, das ist vor allem aus dem Life Science, da gibt es ein gewisses, oft geht mit einem Dogma rein. Das funktioniert, das war eine Technologie und die Anpassung, die man vielleicht im Business machen muss, das stagniert. Also würdest du da Coachability, haben wir mit Frank letztens auch gesprochen, Coachability. Würdest du ein paar Tipps auch für quasi als Persönlichkeit den Foundern geben, die speziell aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen? Weil du hast jetzt jahrelange Erfahrung, vielleicht hast du ein paar Muster beobachtet und sagst, mach das auf keinen Fall, das führt in die Sackgasse oder achte darauf. Ja, dein letzter Punkt war Persönlichkeit und davor hast du Dogmen angesprochen. Also wenn du jetzt Persönlichkeiten meinst, ich stehe auf den Standpunkt, jeder Wissenschaftler kann auch ein guter Gründer sein. Auch der größte Nerd kann ein guter Gründer sein. Komm, und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wenn er die Bereitschaft hat, die Dinge, die er nicht kann, durch andere Personen im Team abzufangen. Ja, wenn ich nun mal Nerd bin, dann muss ich zumindest, und das fragen wir ab, ja, wir gucken uns die Leute sehr genau an. Es sind immer mindestens 2 Leute von uns am Tisch, die genau darauf achten, wie agieren die Gründerinnen und Gründer untereinander. Ja, so. Und wenn ich nun mal Nerd bin, was okay ist, ja, ich bin vielleicht der brillante Nerd, dann sollte ich die Bereitschaft aber haben, jemanden neben mir zu akzeptieren,
der es korrektiv darstellt, der kommunikativ ist, der Dogmen auch verlassen kann, ja, der Denkrichtungen öffnet. Das ist wichtig und darauf achten wir als Investoren schon sehr genau. Und auch im Life Science, du hast gesagt, es geht immer Trial and Error. Und deshalb aus der Wissenschaft heraus habe ich im Businessplan auch immer so eine, ja, wie soll ich sagen, übersetzt eine Pipeline an Track Candidates, an Targets. Ich habe immer so auch so eine, ja, wie soll ich sagen, die Möglichkeit, wenn es nicht funktioniert, nochmal abzuändern. Ja, Trial and Error. Also jetzt mit Verbohrt gegen die Wand zu rennen, es muss so sein, dieses Molekül muss das und das erfüllen. Nochmal, was gibt es links und rechts noch für Möglichkeiten? Und deshalb ist es gut, so ein Team eben mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zu besetzen und vielleicht auch aus unterschiedlichen Disziplinen. Ja, das ist, da kommen wir wieder aufs Team zurück. Ja, ja. Finde ich super, wie du das sagst, weil das Coaching von Wissenschaftler, da bin ich, finde ich, ein Problem. Also wir sind da auch durchgelaufen und ich bin als Pharmazeut, bin auch Sales, das, aber ich liebe auch Wissenschaft. Aber oft wird gesagt, ja, du musst verkaufen. Ja. Oder es sind Wissenschaftler, die vielleicht nerdy sind im positiven Sinne und dann sagen, ah, du musst verkaufen. Das ist nicht, gar nicht meine Natur. Und das finde ich, ist ein Fehler. Da muss man einfach sagen, okay, ich bin der Tech-Nerd und ich fokussiere mich darauf und verkaufen tut das jemand anders. Ja. Genau, also ich warne davor, gute Wissenschaftler zu guten BWLern oder Marketing-Experten umerziehen zu wollen. Das ist totaler Bullshit. Nee, der gute Wissenschaftler bleibt guter Wissenschaftler und ich hole mir dann die anderen dazu. Und das muss ja nicht von Anfang an sein, wenn ich nur nichts zu verkaufen habe, weil ich noch 5 Jahre klinische Entwicklung vor mir habe, dann brauche ich noch keinen Marketing- und Vertriebsexperten. Aber vielleicht ab dem Jahr 4. Und das besprecht mit dem Investor unbedingt. Ja. Und wenn ihr einen guten Investor habt, dann hilft er euch bei der Suche. Dann hat er eigene Netzwerke vielleicht und hilft euch bei der Suche. Und hilft auch, das machen wir auch, gehen mit in Bewerbungsgespräche rein. Ja, ganz klar. Ja, ich bin immer noch fasziniert. Du hast, das ist viel wert, also das Gespräch, weiß ich, ob... Ich werde immer da auf das Video referieren, weil ich habe sehr viel gelesen, ich habe sehr viel also über die Jahre gemacht und das, wie du das ansprichst, das ist das, was ich vermisse immer noch, dass man darüber spricht, wie im Life Science Startup, welchen Weg und wo sind die Pitfalls und wie strukturiert man das Ganze, wie kommuniziert man das Ganze, das ist nicht so der hey, we'll disrupt the world Approach, sondern das ist der Schritt, das ist der nächste. Wir brauchen diese Daten. Es ist ein systematischerer, also nicht weniger ambitioniert, aber ein systematischer Ansatz. Sehr, sehr cool. Vielleicht zum Schluss noch, wenn du ein paar Minuten hast, zum Thema Slide Deck. Da gibt es auch sehr viel Text, also Slide Deck. Sequoia hat einen guten. Mhm. Gibt es vielleicht ein paar Slides, wo du sagst, die wären essentiell. Ja, Problemlösung, also Medical Need und so weiter. Aber vielleicht, wo du sagst, naja, beim Tech-Startups ist nicht so wichtig, aber Life Science müssen ein paar Slides da sein, die man sonst nicht antrifft. Ja, also ich würde, und da komme ich gleich nochmal zurück, was ich eben gesagt habe, sehr viele Slides für die Daten reservieren. Mhm. Also das hat nichts, da wirklich Skalen, diese Meyer-Koppler-Graphen und sowas darzustellen, da würde ich in der Tat immer vor dem Hintergrund auf der anderen Seite sitzen, auch Wissenschaftler. Also da dürft ihr ruhig auf dem Slide-Deck ein paar Slides für verwenden. Und ich strapaziere jetzt nochmal diese Sache, Value Inflection Point, Projektplan, wie viele Monate, was kostet's? Ja. Und das ist aber unsere Beobachtung, aus 15 Jahren HTGF jetzt, die Gründerinnen und Gründer im Life-Science-Bereich, die wissen meistens sehr gut, was es kostet. Ja, also die Kostenplanung trifft meistens über Jahre. Warum? Weil ich aus Förderanträgen komme. Ja, an der Uni habe ich Förderanträge geschrieben,
ja, DFG oder sowas. Und da weiß ich ganz genau, ich brauche 6 Reagenzgläser und 2 MTAs. Ja. Also diese Kostenplanung, die haut meistens gut hin. Ja. Was anderes sind die Umsatzplanung, die hauen nie hin, aber gut. Mach dieses auf den Slide-Decks diese Projektpläne, Gantt-Diagramme, whatever, wo Value Inflection Points drauf sind. Ja, entlang des klinischen Entwicklungsplans, entlang der Zulassung und was es kostet, ja, ein Dollarzeichen für jede Phase. Und auch, das wird bei Life Science, das machen die Industrial Tech Leute und die IT Leute immer gut, die schreiben auch direkt, die wissen schon, an wen sie sich veräußern, da steht ja immer direkt, ja, das geht an Apple, Google oder sonst was. Bringt auch als Life Science Gründer da schon eine Idee mit, was ihr wollt. Wollt ihr euch exiten? Das hatte ich eben angesprochen. An Big Pharma. Wann ist der geeignete Zeitpunkt? Ist es Klinik 2b? Ist es 2a? Ja. Was muss ich da mitbringen? Und wer kommt da in Frage? Ja. Wirklich, ist es der Daiichi Sankyo? Ist es Ingelheim? Ist es ein Pharma-Mittelständler? Ja. Falk Pharma, Medizo Pütter, whatever, macht euch Gedanken schon, bei wem passe ich ins Produktsortiment rein. Ja, wenn ich eine Pathologie mache, Gastroenterologie, lande ich vielleicht bei Falk oder ja, aber macht euch darüber Gedanken. Gibt dem Investor das Gefühl, okay, die wissen, wo sie hin wollen und die haben sich damit beschäftigt. Das vermisse ich manchmal bei Slide Acts im Bereich Life Sciences. Ja. Ja, also dass der Exit, dass da eine gewisse Romantisierung der Technologie ist, dass man nicht loslassen möchte, ich möchte mein ganz Leben. Ja, letzteres habe ich dir gesagt, Sergei, das mag okay sein, dass ich ein Unternehmen aufbauen will im Marburger Gewerbegebiet und mache Coatings für Implantate. Ja, aber dann spreche ich auch andere Investoren an. Dann gehe ich nicht zu den typischen Life Science Investoren, Andera, Forbion, Gilf, wie sie alle heißen, sondern dann spreche ich vielleicht die mittelständische Beteiligungsgesellschaft an oder die Sparkasse oder Privatinvestoren oder den HTGF. Gell? Ja. Aber ich muss, egal wen ich anspreche, schon mal zeigen, wo ich hin will. Ja, das ist wichtig. Also das Ende könnte nicht besser sein, muss ich ehrlich sagen. Also das mit dem Exit ist, man tut sich oft schwer, aber wir kommen jetzt quasi geschließen den Kreis. Davon hängt es ab, mit wem ich dann spreche. Absolut. Mit welchem Investor ich spreche. Ja, genau. Wer sitzt auf der Gegenseite? Beschäftigt euch mit der Person. Also es ist immer, wenn ihr eingeladen werdet, was weiß ich, da zu pitchen beim Investor oder ihr wisst, wer da ist, wer kommt, guckt auf der Internetseite vorher, wer sitzt denn eigentlich vor mir, was hat die Person für ein Background und dann, das ist eben auch Vertrauen schaffen, ja, und Vertrauen dann irgendwie auch einfordern. Also macht, informiert euch wie beim Bewerbungsgespräch. Also ganz, vielleicht, ich vergleiche das ja immer, wie wenn ich eine Partnerin oder einen Partner suche, ja, dann gucke ich ja auch vorher genau hin, wer ist denn das und gucke nicht so, ob die oder der Geld mitbringt, sondern passt er sonst auch zu mir. Ich informiere mich, ja, hat er Sex Appeal, ja, gefällt er mir. Ja, ja, also das bringst du auch auf den Punkt. Also ich muss nicht verkaufen, also das ist halt klar so der Frame, wie ich reingehe, ich muss nicht verkaufen. Ich schaffe Vertrauen. Ja, dieses, ich muss nicht dieses Overselling und ich schaffe Vertrauen durch Daten. Das ist im Life Science anders, als wenn ich ein Produkt da habe, also ein Mainstream-Produkt. Ich schaffe Vertrauen durch Daten, durch Persönlichkeit, durch Flexibilität und Awareness, wo Lücken sind. Und das ist eine ganz andere, da öffnen sich ganz andere Kanäle und man arbeitet viel schneller zusammen, anstatt so, ich muss beeindrucken, damit ich das Funding bekomme. Und da kriegt man es in der Regel nicht wirklich, weil das Vertrauen fehlt und es braucht noch ein bisschen länger, um das Vertrauen aufzubauen. Ja. Kein Overselling, kein Stroke, Multi-Billion-Dollar-Market, ja, wissen wir alle, und dann bitte aber in die Bescheidenheit zurückgehen und vertrauen.
generieren. Nee, also Säge, das muss ich dir jetzt mal Lob zurückspielen. Du hast dir zum Abschluss das sehr gut zusammengefasst. Also das war das sehr gut gelungen. Also du hast es okay, gut. Ja, sehr schön. Super, danke. Okay, also ich bin sprachlos, Marco. Ich bin super, super grateful, sag mal auf Englisch. Ich bin sehr dankbar, dass du dabei warst. Das ist einer der Highlights bei uns im Gründervirus. Vielen Dank, dass du so viele Perlen mit uns geteilt hast. Und ich verspreche dir, das wird die Runde machen in Life, bei Life Science Startups. Also sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich habe zu Beginn gesagt, ich bin mit der Region verbunden. Kommt ruhig auf uns zu, auf mich zu, auch informell erstmal. Mhm. Bevor man beim HTGF den Businessplan einreicht, kurz anrufen, Mail schicken, sag mal, ist das überhaupt was für euch? Ja? Oder bin ich noch zu früh? Also, würde mich freuen. Hier, ich finde eure Initiative toll. Ich finde das klasse, dass ihr das macht. Und würde mich freuen, vielleicht habe ich wieder die Chance, mit euch ins Gespräch zu kommen. Sehr gerne. Vielen Dank, Marco. Gut. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend. Danke. Ciao.